Hallo Leute, willkommen zurück zu Lisbeth Pokémon Feuerrot. Im letzten Part haben wir im Pokémon-Turm gegen Gary gekämpft und natürlich gewonnen, aber leider Schaden genommen. Schade, schade, schade. Und unser Golbat hätte sich beinahe entwickelt. Das ist Wahnsinn. Liebes Golbat, es wird nicht mehr lange dauern, dann entwickelst du dich. Nicht mehr lange, mein Freund. So, würde ich mal sagen, machen wir hier mal weiter. Ich weiß nicht, gab es in Feuerrot schon Doppelkämpfe? Wir rumpeln dich mit unseren Schwellingskraft. Nein, gab's nicht. Nee, gab's nicht. Gab's ja in Rubin und Saphir und Smaragd. Doch, es gab tatsächlich schon Pokémon. Es gab tatsächlich schon Doppelkämpfe. Okay. Cool. Das hatte ich jetzt irgendwie vergessen. Na, wenn das so ist. Ist natürlich okay. Ist natürlich okay. Ich hatte es nur vergessen. Garados Aquavelle. Und oh. Pummelus ist verliert. Vielleicht bringt es sich ja selbst um. Ich glaube nicht, wobei ich glaube jetzt nicht. Oh, komm, beide überleben. Glückspilze. Pummelus. Oh. Jetzt bin ich deprimiert, Pummelus. Wegen dir. Gut, dann machen wir jetzt mal Butter bei die Fische. Und tschüss, Pummeluff. Wunderbar. Und jetzt Golbat. Flügelschlag. Wunderschön. Unsere Zwillingskraft hat keine Chance gehabt. Null einfach. Hallo. Ich mag alle Nidoran sehr gerne, deswegen sammle ich sie. Ja, Nidoqueen ist schon cool. Eigentlich müsste ich jetzt echt mal Nidoqueen einsetzen. Und dir mal zeigen, was aus diesem läppischen Nidoran da wird, was du hast. Was? Level 23? Das könnte schon längst Nidoqueen sein. So eine hässliche. Moment mal, Nidoran-Weibchen hat Giftdorn. Golbat bitte nicht vergiften lassen. Gut. Gut. Nidorina hat, glaube ich, immer noch Giftdorn. Also Flügelschlagattacke. Oh, schöner Schaden. Doppelkick. Ja, macht es halt. Doppelkick macht mir relativ wenig Sorgen. Und tschüss. Yeah, Golbat erreicht Level 30. Warum? Warum ging keiner an den Wald und bog die Banane krumm? Was? Bog die Banane krumm? Ach du Scheiße. Ja, ich weiß, Golbat, das ist noch nicht so weit. Noch ist es nicht so weit, Golbat. Ein bisschen Geduld noch. Wen nehmen wir denn als nächstes? Na komm, nehmen wir Snubbelkart. Die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. Wieso hat ein Streber so eine finstere und düstere Musik? Verstehe ich nicht. Los, Snubbelkart. Und Snubbelkart, du könntest mal bitte Geheimpower, denn du bekommst dadurch Step. Na, zieh trotzdem kein zu viel ab. Dann wollen wir doch mal sehen, wie viel Finte abzieht. Ja, ist okay. Ach komm, das Level-Up hättest du mir aber schon noch geben können, Otto. Okay, ich geh lieber zur Schule, ja, mach das. Ach, jetzt habe ich die eine übersprungen, scheiße. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Ja, vor allem, weil die eine noch nach links schaut. Gerade deswegen sieht es so richtig bescheuert aus. So, das ist jetzt ein kleines Paradies für mein Snubbelkart.
Ja, wunderschön. Genau so will ich das sehen. Wunderschön. Und weiter geht's mit Geheimpower. Ja, wunderschön. Ach, das machst du super, Snubbelikat. Ich finde das wirklich klasse. Das habe ich ja anfangs ins Team immer, weil ich Katzen liebe. Habe ich ja damals in der Pokémon-Serie, wo die noch lief, weil das, was jetzt mittlerweile läuft, ist ja kein Pokémon mehr. Das ist witzlos. Gut, kann ich aber eigentlich nicht beurteilen. Ich habe es seit Jahren nicht mehr gesehen. Aber ich kann es mir vorstellen, mit den neuen Editionen da mal wirklich... Naja, egal. So viel kann ich dir nicht drüber sagen, ich habe es eh nicht gespielt, aber egal, ich war vom Thema. Ich habe Snubbelikat damals schon immer geliebt, wo Giovanni das halt so auf seinem Arm hat oder auf dem Stuhl so. Ach Gott, ich habe Snubbelikat geliebt. Ja, und dann habe ich mir halt gedacht, komm, du tust es jetzt mal ins Team und scheiß dein Pikachu. Das hat Statik. Nicht paralysieren lassen, Snubbelikat. Bitte nicht, bitte nicht. Ah, oh, was freue ich mich eigentlich, Snubbelikat? Du hast doch... Oh, komm. Du hast doch Flexibilität. Du kannst doch gar nicht paralysiert werden. Oh. Ach, Mann. Mein Snubbelikat ist einfach zu toll. Mautzi ist so süß. Miauz, miauz. Ja, Mautzi ist gut. Ja, dann habe ich mir gedacht, ich tue mein Snubbelikat ins Team. Und siehe da, es ist gar nicht mal so schwach. Ja, dann habe ich mir gedacht, yeah, Mann. Ich tue Mautzi ins Team. Ich tue Snubbelikat ins Team. Ich tue... Ein cooles Pokémon ist Team. Und so entstand das dann. Aber ihr dürft, wenn ihr ein Mautzi ins Team tut, nicht sofort verzagen. Denn ein Mautzi zu trainieren macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß. Es ist nicht gerade stark, das Viech. Aber wenn es dann so delikat ist, dann ist es auf jeden Fall zu was zu gebrauchen. Nur ihr dürft halt nur nicht die Geduld verlieren. Aber das gleiche gilt ja für Carpador. Nur, dass es bei Carpador noch ein bisschen extremer ist. Oder später in Pokémon Rubin Saphir mit Barschwar. Da ist er auch ein bisschen extrem. Wobei Barschwar wieder was anderes ist. Weil Barschwar sich ja nicht nach Level entwickelt. Aber ist ja auch egal. Hallo! Mach den Weg frei, ich überfahre dich! Ich glaube, du bist doch so ein Fettsack, oder? Nicht mal, aber du hast Camillo? Geil. Camillo ist der Arenaleiter von Pokémon Rubin Saphir. Der zweite, wenn ich mich irre. Ja, Kampf-Pokémon. Ist geil. Du wirst wahrscheinlich später Pokémon Arenaleiter, oder? Hast dann deine Slimer zum Teufel geschickt. Du bist dafür ein scheiß Magweed dabei. Das nehme ich dir übel. Gib mir noch Magweed da rein. Und noch ein Slimer, okay. Wenn das so ist, dann versuchen wir jetzt mal einen Biss. Vielleicht sieht es ja mehr. Oh, das macht guten Schaden, ja. Schön. Boah, wie halt dauernd Aussetzer versucht. Ist das nicht putzig? Komm, jetzt machen wir mal noch Schockwelle. Das wird ihn jetzt sicherlich killen. Komm, 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 komm. Yes! Und Level 32. Wunderschön. Du hast es drauf, Kitty. Ich werde später Arenaleiter. Ja, das bist du. Hallo. Mein Motorrad spielt verrückt. Tja. Das ist ein Problem. Vielleicht funktionieren die Bremsen nicht. Sabotage. Ein Smogon. Ja, Smogon mag ich jetzt eigentlich weniger. Finde ich jetzt bei weitem nicht so cool wie ein Slimer. Boah, komm, jetzt trifft er mit Giftwolke.
Da trifft der mit Giftwolke. Da klopft ich aber für dich auf den Tisch, aber sowas von. Du musst eigentlich so fest auf den Tisch klopfen, dass ich ihn durchschlag. Wobei, das könnte schwierig werden bei einer 27 Gold Einholzplatten. Ja, das könnte schwierig werden. Habe ich ein Gegengift dabei? Nein, habe ich nicht. Tja, dann eben nicht. Dann tut's mir leid, Blickert. Und noch eins, Smogon. Es tut mir endlich leid, Blickert. Ich würde dich ja gerne heilen, aber ich habe kein Gegengift. Oh, schön gemacht. Und wurde durch Vergiftung verletzt. Snublikat, halt durch. Halte durch, wir sind bald in Prismania City. Nicht mehr lange. Du musst nur noch einen Slimer besiegen. So, dann machen wir jetzt mal... Wurde durch gefetzt. Machen wir mal Schockwelle. Ich glaube, Slimer hat eine höhere Normalverteidigung als Spezialverteidigung. Oder umgekehrt. Aua. Snubbelikat, jetzt kommt's drauf an. Besiegst du ihn mit Geheimpower? Ja! Oh, Snubbelikat, du bist Weltklasse. Du bist Weltklasse. Das kann ich einfach nicht. Ach, Snubbelikat, du bist Weltklasse. Hier, dafür kriegst du einen Supertrank, obwohl er eigentlich verschwendet ist. Da. Dafür kriegst du einen Supertrank. Du weißt viel über Pokémon, doch wie sieht es mit Chemie aus? Ja, Chemie ist jetzt nicht so meine Stärke, muss ich zugeben. War es auch damals schon nicht. Ein Voltoball, ja, das dürfte schnell besiegt sein mit Geheimpower. Das ist noch schön, das ist ein Voltoball nochmal, ja, wunderbar. Okay, Snubbelikat, Geheimpower. Ach ja, Geheimpower ist schon eine coole Attacke. Was hast du denn noch schon? Diesen Magnetilo, oder wechsle ich sowieso aus? Da kommt dann mal bitte mein Glutexo. Magnetilo, bitte. Da kriegst Metallklaue, das kriegst. Ja, was sag ich Metallklaue? Du kriegst Glut. Zerfix, meine Güte. Konzentrier dich mal, Spike. Bleib bei der Sache. Nicht an irgendwas anderes denken. Wenn du schon was aufnimmst, dann konzentrier dich auch drauf und denk nicht an irgendwas anderes. Ach Gott, das ist schlimm. Kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwie Hunger habt und ihr wisst, ihr geht heute essen? Mit eurer Schwester. Dass ihr dann nichts anderes mehr denken könnt als an das Essen? Kennt ihr das, wenn ihr Hunger habt? Ihr könnt an nichts anderes mehr essen. Nichts anderes mehr essen. Ich kann schon nicht mehr reden. Oh Gott. Oh Gott, du solltest... Spike, du solltest eigentlich komplett aufhören. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Dann mal schnell hier rüber. Schneller, Spike. Lauf, Schlampe, lauf. Snubbelikat, halt durch. Schön durchhalten, Snubbelikat. Bist gleich geheilt. Bist gleich geheilt, Snubbelikat. Gleich bist du geheilt. Wunderbar, jetzt bist du geheilt. Puh, das war... haarscharf. Aber es ist geheilt.
Wunderbar, wunderbar. Aber, ja, wir sind jetzt in Prismania City, Leute. Hier wird es ein bisschen was zu erledigen geben. Wir werden lange in dieser Stadt bleiben. Und zwar wird sich hier zum Beispiel mein Golbat sicherlich zu einem X-Bad entwickeln. Es gibt hier eine Arena und noch was anderes. Ihr habt es sicherlich schon gesehen, diesen Fuzzi rechts unter mir. Ja, aber das erfahren wir dann alles im nächsten Part. Also gut, Leute, das war dann mal Let's Play Pokémon Feuerrot für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.